Mahlzeit, Kort. Ich hoffe, jetzt bist du beeindruckt von meinen Kampffähigkeiten. Hey. Habe ich nämlich mit deiner eigenen Hilfe nochmal aufpoliert beim letzten Mal. Hilf mir, Söldner zu werden. Lass mal überlegen. An Torloff wirst du wohl vorbei müssen, wenn du hier was werden willst. Warst du schon bei Torloff deswegen? Ja, das ist die Geschichte. Krass, mit der Probe. Der hätte mir helfen können. Und wie sieht die aus? Hat sich schon erledigt. Oh, dann wird's schwierig mit der Hilfe. Was soll das heißen? Tja, das bedeutet, dass ich dir nicht helfen kann. Oder willst du, dass ich mich mit jedem einzelnen Söldner anlege, damit du hier aufgenommen wirst? Klar! Das musst du schon selber machen. Ach krass, das heißt, er hätte mir helfen können, gegen die zu kämpfen. Spannend. Ja, hey, und jetzt hier von wegen beeindruckend geht nicht, oder was? Ganz ruhig, ich muss mal gucken, ob ich mit Torloff noch drüber reden kann. Dass ich den die Voraussetzung, den Burschen zu beeindrucken, erfülle. Das ist doch nicht mein Problem. Nee! Ist die Quest vielleicht so erledigt? Kampfkunst. Kort wird mir seine Stimme geben, wenn ich ein besserer Kämpfer bin. Bin ich jetzt? Scheiße, ich habe in der falschen Reihenfolge die falschen Dialoge geführt. Ich habe schon von Torloff die Bestätigung bekommen, dass die Mehrheit für mich stimmt. Das heißt, ich kann jetzt Kort nicht mehr dazu bringen, für mich zu stimmen. Das heißt, diese kleine Gammel-Quest wird bis ans Ende des gesamten Let's Plays in meinem Questbuch vor sich hin mordern. Oh nee, das ist der Albtraum von jedem gründlichen Menschen wie mir. Das ist echt ein Albtraum. Das ist so, wie wenn du einen makellosen Boden hast und da sind überall Flecken und Stück für Stück schrubbst du sie weg und ein scheiß Fleck ist einfach reingeschmolzen in den Boden. Der ist Teil des Bodens und lässt sich nicht entfernen. Und so ist diese Quest. Oh nein. Wenn sie dann wenigstens gescheitert wäre, na gut, aber sie wird, das ganze verdammte Let's Play wird jetzt hier im Questbuch bleiben. Oh weia. Das wird so eine Narbe sein, die es hier durchzieht. Und was wird später sein, wenn in der Zukunft Singularität und so weiter, was ich neulich wieder in Interviews gehört habe, was wird sein, wenn unser Bewusstsein hochgeladen wird und digitalisiert wird? Unser Bewusstsein kann in der Virtual Reality möglicherweise. Stell dir vor, ich habe ein Interview mit, wie heißt denn der Typ? Der hat so lange Locken, aber das ist einer der führenden Forscher im Thema KI-Entwicklung. Und der hat gesagt, so 2045, Achtung, ist jetzt mega wischiwaschi von mir wiedergegeben und ziemlich halb wissensartig, wie ich es wiedergebe. Aber der hat gesagt, 2045 ungefähr wirst du dein Bewusstsein in verschiedenen Virtual Realities kopieren können und dann gucken, wie sich es in verschiedenen Umständen parallel zueinander entwickeln wird. So wie wenn ich hier im Spiel jetzt in Marvin-Mode gehe und ganz verschiedene Gegner spawnen und damit rumexperimentiere und so weiter. Nicht direkt, ja, aber weil hier immer noch dieselbe Realität und so weiter, ich weiß, aber trotzdem. Wisst ihr, wie ich meine? Da muss ich direkt dran denken. Was ist, wenn irgendwann alles so hart miteinander verschmilzt, dass alle Erfahrungen, die wir gemacht haben, wenn es irgendwann auch gelingt, so alles, was in Raum und Zeit hier stattgefunden hat, zu erfassen? Stell dir vor, dann werden meine Gedanken, meine Worte, alles, was ich jetzt tue, wird vielleicht von Leuten in der Zukunft oder von anderen intelligenten Wesen aus der Zukunft gerade wahrgenommen, was ich gerade sage. Übrigens Grüße an euch in der Zukunft, wenn ihr mir gerade zuhört. Und was ist, wenn alles miteinander verschmilzt, sodass auch virtuelle Erfahrungen, wie hier im Spielraum zu laufen, alles zu einer real erlebbaren Experience wird, die irgendwie bei der Verschmelzung zwischen Mensch und Technik wahrgenommen werden kann. Stell dir vor, diese virtuelle Experience wird es dann geben, so in Form dieses Let's Plays. Dieses Let's Play wird irgendwann als virtueller Freizeitpark nachzuerleben sein. Alles, was ich hier in Corinis erlebt habe. Und dann wird während dieser virtuellen Experience immer diese scheiß Quest im Weg sein. Oh weia, Mann. Das wird so richtig die Reinlichkeit und Perfektion, die ansonsten dieser Freizeitpark-Ride bieten würde, beeinflussen. Die Miliz ist weg und Balthasar kann wieder auf dein Land. Ja. Wieso? Weil ich es gesagt habe. Ha. Na gut, wie du meinst. Soll er sich hinter dem Feld eine Stelle mit seinen Viechern suchen?
Hey, hey! Bleib senkrecht. Du auch. Ah, Alter, immer diese Andeutung. So, einerseits gibt's hier nur Typen auf dem Hof. Es gibt ein Doppelbett und dann auch so schräge Sprüche von wegen bleib senkrecht. Alles klar, Jungs, ich lasse euch mal unter euch. Ich wünsche mir eine schöne Zeit und bis die Tage dann, ne? So, ab in See. Und Platsch. Jawohl. Machen wir fix. Ja, das ist halt die Sache. Ich dachte erst, was ich für Bengar erledigen müsste, wäre eine andere Quest, die man später für den machen kann. Aber es ist scheinbar doch einfach diese Quest gewesen. Aber erst, nachdem ich mit Tarloff gesprochen habe, wird das freigeschalten, dass ich ihm auch sagen kann, hey, für das, was ich dir gemacht habe, wie ich dir geholfen habe, erwarte ich aber auch, dass Balthasar mit seinen Schafen auf deinem Land weiden darf. So, ein Sumpfkraut nehme ich immer gerne mit. Ebenso Heilwurzel. Und ab da... Hey! Ab darauf! Lord Andres Truhe in Korinnes habe ich, glaube ich, immer noch nicht leer gemacht. Muss ich immer noch machen. Da würde Balthasar sich aber freuen. Geil fände ich es ja, wenn er zusammen mit seiner Schafherde da jetzt hochtrotten würde, aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube, der spawnt dann. Aber lassen wir uns mal nochmal überraschen. So, Bursche, ich habe gute Neuigkeiten für dich. Steck den Scheißkäse weg! Ich muss mich mit dir unterhalten. Du kannst deine Schafe wieder auf Bengars Weiden bringen. Ich habe mit ihm gesprochen. Ich danke dir. Ich mache mich gleich auf den Weg. Hier, ich nimm diese Schafsfelle als Zeichen meiner Anerkennung. Oh, danke. 10 gehen. Ah ja, okay, ne, er läuft los, aber seine Schafe. Ah, doch, seine Schafe kommen mit. Oh, ist doch schön. Das ist alles, worauf ich hoffen konnte. Ist das geil, das wusste ich echt nicht mehr. Ich kann mich... Ah, weh, die bleiben hängen. So verdammte Mistviecher. Oh, ist das geil, ich wusste echt nicht mehr, dass er zusammen mit seinen Schafen darüber läuft. Hammer. Geistesspiel aller Zeiten. Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, besser geht's doch gar nicht. Das verdammte Ding ist von 2002. Das glaubt mir doch kein Mensch. Das hier wäre eine Sache, die wäre typisch Witcher 3 oder Red Dead Redemption oder sowas. Versteht ihr? Aber es ist... Ich raste noch völlig aus hier. Es ist nicht zu fassen. Okay, Balthasar, ich wünsche euch noch einen guten Trott dort drüber. Und jetzt muss ich noch mal kurz hier auf meinen... Ja, genau. Ich muss auf jeden Fall noch den Söldnerhof leer klauen. Das ist klar. Das ist auch... Ah ja, halt. Und bevor ich das mache, nicht vergessen, dass die Medizin von Sagitta. Lala. Und natürlich bin ich immer noch hier, weil ich ja Dexter, den Burschen, der mich steckbrieflich sucht, entlarven will. Und da haben wir schon gehört, dass der sich hier auf einer Burg rumtreibt, ganz in der Nähe des Großbauern. Die Frage ist, soll ich ihn jetzt konfrontieren oder erst später? Da ich schon mal in der Gegend bin, würde ich es sich anbieten, ne? Ich weiß nur nicht, ob ich ihm gewachsen bin, falls es zu einer physischen Konfrontation kommt, ne? So, hier habe ich als Drachensnapper schon ordentlich gewütet, aber sicherlich gibt es hier auch allerhand abzusahnen. Was ich mir noch nicht unter Nagel gerissen habe. Ja, schau mal, hier zum Beispiel Goblin-Skelette. Gut, dass ich in der Ini eingestellt habe, dass alles liegen bleibt. Isolde, da liegt sie. Die Arme, die wohl gerade mal 25. Ich wäre jetzt schon weg vom Fenster. Veranim Sadea, 930. Ja, die Unterwelt, was anbelangt, das habe ich aber schon mal gelesen, das weiß ich noch. Victim Sorn, Victimo. Erst der Phönix stoppte ihn. Das habe ich auch schon mal. Hier war ich neulich schon mal. So, da hinten. Ah, genau. Hier sind auch die ganzen Käfer, die ich noch ausnehmen darf. Vielen Dank. Für deine Zangen. Vielen Dank. So, da ist das Räuberlager. Aber da habe ich ja schon die zerkratzte Schale von Bromor gefunden. Den ich auch noch abziehen werde in Kürze, um dann
seine geheime Kammer auszunehmen, ne? Löp. Löp. Schade, dass Sagitta kein Bettchen hat. Sonst könnte ich nämlich bei ihr knacken. Und anschließend bei der Innerstatue beten. Mahlzeit. Ja. So schnell geht's. Flügel und Stachel in umgekehrter Reihenfolge. Kennt ihr den Dialog? Schreibt mal in, also nicht den, aber den, der jetzt gleich kommt. Schreibt mir in welchen, aus welchem Film der Dialog. Du, boah, Alter. Du siehst aus, als könntest du einen Blowjob oder eine Dusche gebrauchen. Aus Gründen der Höflichkeit in umgekehrter Reihenfolge. Wer kann mir sagen, aus welchem Film dieser Dialog stammt? Wenn man es sagen kann, schreibt es in den Kommentar, aber nicht einfach googeln. Das kann ja jeder. Oh, wobei man das heutzutage irgendwie nicht meinen sollte. Wie so 90% aller Fragen, die ich generell im Leben erhalte, könnte man in 10 Sekunden lösen, wenn man es einfach bei Google eintippt. Ich weiß nicht. Die Leute sind vorne und hinten noch nicht bereit für den Fortschritt an Technologie, den wir haben. Vorne und hinten nicht. Sie hängen 90% ihrer Zeit am Smartphone, weil sie nicht die Verantwortung besitzen. Verantwortungsvoll damit umzugehen und sie besitzen nicht die Weitsicht, die Technologie da, wo sie ihn nützen würde, zu nutzen, nämlich wenn es darum geht, Fragen zu klären. Also die Leute, das ist eine ziemlich, es fallen einem halt immer die auf, die es nicht machen. Ja. Schon klar, dass die meisten Leute Sachen googeln, ne? Und auch ich frage manchmal Fragen, die ich echt rausfinden könnte, aber es ist halt so, ja. Das ist das, was mein objektiver Eindruck. Nee, nicht objektiv, subjektiv. So, ab in die Höhle. Löpö. Löm, 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 löm. Heiser Gitter. Folgender. Ah, übrigens, vielen Dank für den Kommentar. Welche Ware hast du anzubieten? Sag mir, was du willst. Jemand hat geschrieben, es gibt zwei Päckchen. Man kann einerseits hier Teklas Päckchen kann man kaufen und danach kann man im Dialog nochmal eins bekommen. Tekla hat mich geschickt, ein Päckchen für sie abzuholen. Ach ja, ich hatte sie eigentlich schon vor Tagen hier erwartet. Hier hast du das Päckchen. Pass ja. gut darauf auf. Sie hat sich ein bisschen verändert, wie du siehst. Vielen Dank. Ja, ein bisschen Heilung. Heile mich. Du bedarfst zurzeit keiner Heilung. Cool. Dann halt nicht. Ja, die knackt halt wirklich nur in ihrem Sessel, wenn sie es nötig hat. Schade, das wäre sonst der perfekte Ort, um einfach Innos beten, pennen. Innos beten, aber so einfach soll es ja auch nicht sein. So. Das ist ja dann auch langweilig. Man könnte es endlos machen und jetzt irgendwann 10.000 Leben. Ja, cool, Glückwunsch. Und dann unbesiegbar. Was im Let's Play ist schon... Im Let's Play ist overpowered sein praktisch, weil da spiele ich immer noch mal 50% schlechter als so, weil ich spiele so nicht übertrieben gut, aber da spiele ich auf jeden Fall noch mal sehr viel schlechter, weil ich ja nebenbei auch rede und mich natürlich auch aufs Reden fokussiere und mein Gehirn irgendwann abraucht, wenn es beides in Exzellenz machen soll. Ich liebe die sanft zu Boden schwebenden Blätter, die es auch bereits in Gothic 1 bereits gab. So, ein Wolf. Und zwar nicht der auf Onas Hof als Söldner dient. Scavenger. Ah, das ist dieser eine, der damals weggerannt ist, den ich als Transnapper hab entkommen lassen. Dieser Fehler wird mir diesmal nicht passieren. Peng. Vielen Dank für die Trophäen. Oh, hab Dank, wie lieb von dir. So, jetzt zeig mal die Päckchen her von Tekla. Da, zweimal. Oh. Einige Kräuter gefunden. Na gut. Ich frag mich, was ich jetzt, ob ich, wenn ich beide aufmache, dann die Quest scheitert. Aber eins habe ich ja noch. Das müsste ich ihr ja geben können. Will's mal probieren.
Ja, hier ist nicht so zögerlich. Lass uns mal abwarten. So, komm mal nirgends hin. Komm mal, alle drehen sich direkt wieder um. Ja, ich bin der Typ, der Silvio und Bulko herausgefordert hat. Sie können es immer noch nicht glauben. Nimm. Hier ist das Päckchen von Sagitta. Danke sehr. Bist ja doch zu was zu gebrauchen. Klar. Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Na schön. Dann will ich mal nicht so sein. Hier, sonst fällst du mir noch vom Fleisch. Och, das ist aber nett. Vielen Dank. Dadurch habe ich jetzt schon einen zweiten Stärke-Eintopf von Tekla, der guten Köchin, abgesandt. So, die Jungs hämmern hier, schleifen, wie auch immer. Was soll ich mit Bennett, was soll ich mit dem? Ist der auch einer von Silvios Männern? Der gab es in Gothic 1 nicht, aber der scheint mir nicht so assig wie die anderen, die neu hinzugekommen sind. Also ist der vielleicht nochmal weder von Silvio noch von Lisa ganz neu hinzugekommen. Schön mit den dreckigen Schuhen übers Bett trampeln. Gunnar! Hey! Wie sieht's aus? Seit Ona verlauten ließ, dass er Söldner... Ja, ist hier die Hölle los. Die Söldner kaufen immer her, diese dumme Frage. Die erinnert mich dran, dass ich ja schon mit dir gesprochen habe. Ah, na gut. Halt, war ja nicht irgendwas. Nee, das sah nur so aus. Da ist gar nichts. Tja, jetzt ist die große Frage. Nun, da ich schon mal in der Nähe bin, soll ich mit Dexter direkt vorknöpfen? Alles, wir haben ja schon von Skip gehört auch. Er lebt hier in der Burg, hat er gesagt. Und er steckt hinter den entführten Menschen. Und er lässt mir auch steckbrieflich suchen. All das ist Fact. Das weiß ich alles. Soll ich ihn deswegen mir jetzt vorknöpfen? Tja. Alles mündet halt in der Frage, ob ich es mir erlauben kann, im Falle eines Kampfes siegreich zu sein. Ne? An welche Stufe bin ich denn jetzt? Ich bin Stufe 13. Lebensenergie 270. Das ist nicht so schlecht. Oder? Nicht schlecht! Also hier habe ich ein Amulett. Stärke. Geschicklichkeitsbonus. Ring der astralen Kraft. Ach, bitte, vergesst doch nicht. Vergesst doch nicht Folgendes. Ich habe doch jetzt auch Einhand geskillt. Das heißt, ich kann jetzt hier auch ein paar coolere Moves zum Besten geben. Was soll's? Scheiß drauf. Da oben ist sie, die Burg. Habe ich schon von gehört, ja? Ich konfrontiere den Typen jetzt. Was soll ich mich noch aufhalten? Nichts. Greg sucht den auch. Ich will ihm zuvorkommen. Ab darauf. Schade, dass ich Greg jetzt nicht nochmal sagen konnte, lass ihn uns gemeinsam schnappen, weil ich mir das auch irgendwie verbaut habe. Aber ja, hier haben sie auch ein paar schöne neue Bäume gepflanzt. Jemand dieser Rabe, der krächzt immer an der Stelle. Und oh, Alter. Und alteingesessene Zuschauer wissen, über welche Doku und über welchen Typen der Doku ich immer spreche. Wenn ich diesen Raben höre, diesmal nicht, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Da zeigen jetzt die wirklich alteingesessenen Zuschauer. Was heißt, so lange ist noch gar nicht her, aber die, die gut aufgepasst haben. Oh, ja. Hi. Halt! Du kannst hier nicht vorbei. Ich will mit deinem Anführer sprechen. Ach so, du willst mit meinem Boss sprechen? Ja, dann lasse ich dich natürlich durch. Hey, aber nur, wenn du seinen Namen kennst. Die haben wenn nicht, muss ich dich töten. Die haben alle dieselbe Rüstung wie ich, sehr das? Ja, wissen wir schon. Dexter. Tja, schätze, du kennst meinen Boss. Okay, ich lasse dich durch. Oh, cool. Aber ich warne dich. Kommst du irgendjemandem zu nahe, kommst du hier nicht mehr lebend raus. Also atme tief durch und lass die Waffen stecken. Dexter findest du im Haus. Okay, ab ins Haus. Also jetzt könnte ich noch quasi umdrehen, ne? Hey, was läuft? Kann ich ein paar Jungs hier... Suchst du Ärger? Und schon wieder bei mir? Kann ich vielleicht... solange du noch kannst. Die Typen sind so witzig. Ja, was ist denn jetzt mit Thema... Denk dran, immer schön ruhig bleiben. Ja. Dann kommst du hier auch lebend wieder raus. Oh, danke für die Info. Gütiger. Ich find's cool, dass man dieses Banditenlager so betreten kann. Ich schaue mich hier erstmal noch ein bisschen genauer um, zum Beispiel auch in dieser Hütte. Das finde ich ziemlich cool. So sieht man endlich mal so ein Lager von innen und kann auch ein bisschen mit den Jungs interagieren, die hier zugegen sind. Zum Beispiel er hier. Geh mir aus den Augen. Schicker Baumstamm. Hip unterwegs, der Bursche. So, hier ist eine alte Mine. Ja. Da schauen wir später mal rein.
Der Bursch hier hämmert sich erstmal einen rein. Hey du, geh mir aus den Augen. Alter, die sind ja alle sowas von scheiße drauf. Ach ja, klar, die haben auch alle den Steckbrief gesehen. Also, wenn sogar die ganzen Landstreicher sonst auf Corinnes den Steckbrief gesehen haben, dann wissen die Jungs, die hier zugegen sind, garantiert, wer ich bin. Die denken jetzt wahrscheinlich, dass ich gekommen bin, um mich freiwillig auszuliefern. Hey, du. Na? Ja. Es Wache, genau. Oh, eine Steintafel, sehr schön. Für den Fall, dass man es irgendwie gemanagt bekommt, von dieser Seite hier die Burg zu betreten. Wow. Wurde hier sogar eine extra Wache platziert. Hä? Und zwar dieser Knabe hier. Aber der hat mir auch nichts zu sagen. So, jetzt, na, das wird jetzt natürlich eine besonders coole Herausforderung, die Truhe knacken, ohne entdeckt zu werden. Was ist los? Was ist los? Tja, das weiß ich auch nicht so genau. Schauen wir erstmal auf die Spitze des Turmes. In der Hoffnung natürlich auch hier ordentlich abgreifen zu können. Aha. So, nee, so nicht. So haben wir nicht gewettet. Hey! Reiß dich zusammen. Reiste. Ich hatte mal Berufsschulkollegen, der hat das immer gesagt. Reiste, anstatt reiste zusammen, einfach nur reiste. Versteht er? Ja. Hey. Jetzt reißt der Molle am Riemen. So, hier müsste es aber eigentlich... Ja, besser spät als nie. So, sehr geil. Ich liebe den Feuerbogen. Mega geil, dass der hier oben ist. Aber noch viel geiler als das ist doch der Umstand, wie Hammer der hier in dieser Mod aussieht. Dreidimensional, plastisch und trotzdem eine hauchdünne Bogensehne. Eine absolute Augenweide. Sondersgleichen. Eine Ehre von eben solcher... Disziplin, nämlich besonders gleich wird es mir sein, den anzulegen. 25, boah, geil. Vor allem, die Sehne ist auch nochmal doppelt gespannt über zwei solche Bögen hinweg. Liebe ich. Sieht das nicht episch aus? Ich habe mega Bock, damit durch die Lande zu marschieren. Hammer. Das wird dieses Let's Play von jetzt an noch weiter aufwerten. Links, rechts, rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts, links, 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 rechts, links, rechts, rechts, links, 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 rechts, rechts. Ja, besser spät als nie. So, 17 Feuerpfeile noch. Davon haben wir jetzt insgesamt 20 Stück und im ganzen Spiel gibt es einfach keine weiteren. Das ist so mega der geheime Leuchtbogen, den es nur an einer Stelle gibt und es gibt auch nur 20 Pfeile für ihn. Das ist mehr ein Gag als ein wirklich ernsthaft zu nutzendes Gameplay-Feature, aber ich finde es einfach cool, ihn zu haben. Zieht euch rein, wie ich damit durch die Lande marschiere. Die Brust angeschwollen vor Stolz. Okay. Dann will ich meinen Blick in die Bude riskieren. In der sich Dexter rumtreiben soll. Anführer dieser Räuberbande hier. Da, guck mal, macht einen auf cool, indem er mit dem Gesicht weg von mir sitzt. Ne? Er denkt, er wäre mega der Mafia-Boss. Ist er aber nicht. Er ist nur so ein Handlanger. Okay. Ich bin der Typ, der dir damals Kaloms Rezept in Gothic 1 besorgt hat. Ich hoffe, du erweist dich als dankbar und du weißt den enormen Aufwand, den ich damals an den Tag gelegt habe, zu schätzen, Dexter. Sieh an, wer da ist, der große Befreier. Na du Held, was suchst du hier? Ich suche ein paar Antworten. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass du freiwillig hierher kommst. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass ich dich hab suchen lassen. Noch keinen von meinen Steckbriefen gesehen? Doch. Deine Visage ist da drauf. Ja, du bist ein begehrter Mann. Hast du das nicht gewusst? Doch. Was willst du denn von mir? Ich? Gar nichts. Aber mein Boss, der ist ganz heiß drauf, dich zu töten.
Deswegen soll ich dich finden und deinen Kopf zu ihm bringen. Verstehe. Ich glaube dir kein Wort. Man erzählt sich, dass du Leute aus Korinis verschleppst. Dahinter bist du also auch schon gekommen. Saubere Arbeit, kann ich da nur sagen. Oh, danke schön. Ich dachte, ich hätte meine Spuren besser verwischt. Nicht wirklich. So, wo sind die? Das will ich rausfinden. Wichtig ist doch, um der Schlange den Kopf abzuhacken. Wer steckt hinter all dem? Wer gab dir diesen Auftrag? Mein Boss, ein gefährlicher Mann. Du kennst ihn. Es ist Raven, einer der ehemaligen Erzbarone aus dem alten Lager im Minental. Er braucht die Leute für seine Pläne. Und das ist auch schon alles, was du wissen musst. So, den habe ich damals eigentlich umgeklatscht. Raven gefährlich? Naja. Was weißt du denn schon? Du kennst ihn nicht so, wie ich ihn kenne. Er war damals schon ein mieses Schwein, aber heute... Er hat sich verändert, seit die Barriere gefallen ist. Ein schwarzer Schatten liegt auf seinem Gesicht. Sein scharfer Blick durchdringt dich wie die Krallen eines Greifvogels, wenn du ihm zu lange in die Augen schaust. Ich kann dir nur den einen Rat geben. Verlasse Korinis so schnell, wie du nur kannst, bevor es zu spät ist. Hier gibt es nichts für dich. Nur den sicheren Tod. Ich liebe diese ganze Aussage von den Greifvogelsachen bis nur den sicheren Tod. Und was hast du jetzt vor? Willst du mich töten? Ja. Aber du hast uns alle befreit. Deshalb gebe ich dir noch eine Chance. Und ich habe dir Kalams Rezept gebracht. Verschwinde. Mach dich unsichtbar. Geh und lauf mir nie wieder über den Weg. Ich muss wissen, wohin du die Leute verschleppt hast. Tja, kannst ja versuchen, es aus mir rauszuprügeln. Es ist besser für dich, wenn du jetzt gehst. Lässt du dich hier nochmal blicken, werde ich nicht zögern, dich zu töten. Ach ja, Dexter. Ja gut, jetzt wäre immer noch die Option, zu gehen und später, wenn ich stärker bin, wiederzukommen. Immer noch, hä? Das ist das Geile, aber... Du hast es nicht anders gewollt. Ja, richtig. Also, komm. Ha, und da draußen läuft jetzt auch schon ein Fight, wie wir... Dexter, wo rennst du hin, Mann? Bleib stehen, du Lump! Dich krieg ich noch! Das gerannt, das wäre Belia selbst in dem her gewesen. Dexter, Mann! Oh, scheiße. Hitze, komm, Schragfahrer! Ja, der ist in etwa so auf Einhand trainiert wie ich. Aber ich liebe die Schattenrüstung und die sieht hier mit der geilen Beleuchtung durch den Renderern noch geiler aus. Boah, und da draußen, wir haben schon gehört, Greg hat sein Ziel gefunden und mischt hier jetzt auch mit. Das ist schon mal meins. Und sahnt erstmal Kohle ab da draußen. Ja gut, ich bin jetzt gerade ein bisschen den Kürzeren am Ziehen. Dexter allein kriege ich wahrscheinlich noch umgehauen. Aber sein Kollege, der hier mitklatscht, macht das Ganze ein bisschen zunehmend unfairer. Ha! Machen wir fix! Das war mir halt besonders wichtig, dass ich den Burschen selbstständig... Schlüssel! Truhenschlüssel von Dexter und ein Zettel, den ich mir gleich mal durchlesen werde, aber... Warte mal. Wo habe ich denn die Heilung? Ja, habe ich die überhaupt an? Ah, Junge. Na, da ist sie. Mittlere Wunden heilen. Und zack! Durchziehen! Jawohl! Ja, natürlich, wenn man die ganzen Banditen nicht selbst umklatscht, dann geht einem auch eine Menge Erfahrung durch die Lappen, aber andererseits schafft man das so in meinem jetzigen Level und so. Ja, der Typ ist stärker als ein Bossmann. Was ist da los? Ja, exakt. Gewöhnt euch schon mal dran, das ist meine neue Version mit 30% Nahkampf. Fähigkeit, ja? So, Silberkelch, gut. Und wir haben, wie gesagt, Greg, der auch hinter Dexter her war, hat seinen Weg hierhin gefunden und zu meinem großen Glück, denn allein hätte die Banditenhorde mich wahrscheinlich abgeschlachtet. Aber jetzt lesen wir uns erstmal einen Zettel durch. Haltet alle Männer auf, die aus den Bergen kommen, wusste ich's doch. Also, das muss was anderes sein. Waren wir es denn? Passierschein.
Befehle. Ich habe dieses Schreiben dem Banditen Dexter abgenommen. Dexter, du Mistkerl. Als ich noch Erzbaron war, warst du nicht so unzuverlässig. Wenn du es nicht schaffst, noch mehr Bürger aus der Stadt zu entführen und zu mir zu entsenden, dann werden wir bald ein handfestes Problem mit den Jungs in unserem Versteck haben. Ich brauche hier mehr Sklaven, sonst sterben die Jungs hier noch eine... sonst starten die Jungs hier noch eine Revolte. Und was das heißt, muss ich dir nicht sagen, oder? Ich stehe kurz davor, in dem Tempel hineinzugelangen. Da kann ich mir Störungen dieser Art nicht leisten. Und noch ein Problem. Auf kurz oder lang müssen wir einen Weg durch die hohen Berge im Nordosten von Corinnes finden. Die Piraten machen die Überfahrt sicher nicht mehr lange mit, wenn wir sie nicht dafür bezahlen. Raven! Ja, das ist Raven, der fiese Erzbaron, der hinter den entführten Menschen steckt. Jetzt habe ich endlich die Wahrheit entlarvt. Und wie ich Greg darüber unterrichte und rausfinde, welche Rolle der und seine Piratenjungs eigentlich in der ganzen Sache spielen, und wie ich selber eine Rolle spielen kann und wie es richtig abgeht. Ich habe jetzt voll Bock, dass ihr beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Leben und gebt einen Daumen hoch. Dankeschön. Ciao.